Neymar von Paris Saint-Germain und Juventus-Star Mario Mandzukic zählen zu den Stars, die es in das dritte FIFA 19 Ultimate Team of the Week geschafft haben. Auch Borussia Dortmunds Marco Reus ist dabei. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. PSG-Star Neymar hat eine enttäuschende WM in Russland hinter sich und begeistert nun wieder in der Liga 1. Am Wochenende netzte er gegen OGC Nizza zweimal ein und schoss PSG damit zum Sieg. Mandzukic war währenddessen ein wichtiger Garant für den Juventus-Sieg über die SSC Neapel. Er traf ebenfalls doppelt und sorgte dafür, dass die Bianconeri in der laufenden Saison weiter ungeschlagen bleiben. Marco Reus überzeugte beim BVB-Comeback-Sieg in Leverkusen unter anderem als Torschütze. Einen weiteren Platz sicherte sich West Ham's Felipe Anderson, der nach seinem Sommertransfer als einer der FIFA 19 Ones to Watch bezeichnet wurde. Hier seht ihr den gesamten Kader in der Übersicht: Torhüter, Neto, FC Valencia Verteidigung, Harry Maguire, Leicester City Verteidigung, Oscar de Marcos, Athletic Bilbao Verteidigung, Niklas Stark, Hertha BSC zentrales Mittelfeld, Marco Reus, Borussia Dortmund rechtes Mittelfeld, Pablo Fornals, FC Villarreal zentrales Mittelfeld, Jiffy Sigurdsson, FC Everton linkes Mittelfeld, Felipe Anderson, West Ham United Angriff, Mario Mandzukic, Juventus Turin Angriff, Zozo, AC Mailand Angriff, Neymar, PSG. Torhüter, Benoit Costil, Girondins Bordeaux Verteidigung, Eric Boateng, Feyenoord zentrales Mittelfeld, Lorenzo Pellegrini, AS Rom zentrales Mittelfeld, Freddy Gardin, Shanghai Shenhua Mittelfeld, Ricardo Horta, SC Braga Angriff, Alfred Finnbogason, FC Augsburg Angriff, André Silva, FC Sevilla zentrales Mittelfeld, Luciano Acosta, DC United Angriff, MB Varna Elisa Mata, KRC Genk Angriff, Hugo Rodallega Trabzonspor Angriff, Gabriel Torres Uachipato Angriff, Rufa Tadaschow, Münster.